Willkommen zurück bei Shakes und Fidget. Ja, heute ist Samstag und wie wir hier in der Taverne sehen, ist Pilz-Event. Das heißt, es gibt mehr Pilze zu finden. Und das ist ja das letzte Pilz-Event, wie wir gestern ja erfahren haben. Aber es gab jetzt noch eine weitere News und die gab es hier auf dem hier. MMO-Fan-Mac von Shakes and Fidget. Und da, naja, da steht erstmal nicht drin, dass es das letzte ist. Also die News ist auch von gestern. Aber es stehen ein paar andere Sachen drin, wo ich so ein bisschen am Zweifeln bin, ob das wirklich stimmt. Weil hier steht drin, dass man halt Pilze finden kann und dass man eine erhöhte Chance hat, Pilze zu finden. Soweit gut und schön. Und setzt die Pilze ein, um mehr im Spiel zu erledigen. Zum Beispiel können die Pilze in der Gilde spenden. Ja, die Pilze bezieht sich ja auf die Pilze, die wir in den Abenteuern finden, würde ich mal aus dem Content hier heraus lesen. Ich bin jetzt kein Jurist, aber ich würde sagen, das ist völliger Quatsch. Weil die Pilze, die wir in den Quests finden, können wir nicht spenden. Wir können auch nicht die Pilze finden, spenden, die wir am Glücksrad finden. Aber das wird hier behauptet. Und ich würde einfach mal sagen, nee, das stimmt nicht. Aber warum schreiben die das auf einer offiziellen Seite? Also wenn die jetzt hinschreiben würden, die Pilze, die ihr kaufen könnt, könnt ihr spenden. Okay, aber nicht die Pilze, die ich finde. Also, naja, also mich regt das einfach schon wieder so ein bisschen auf. So, ah. Verdammt, was soll der Scheiß? Schreibt doch mal bitte Sachen, die einfach stimmen und nicht irgendwie immer was nicht stimmt, weil das verunsichert nur die Leute und führt zu Missverständnissen. Das will ja keiner, oder? Von daher, also ihr könnt ja mal gerne sagen, ihr könnt es ja einfach mal testen. Also bei mir weiß ich jetzt nicht, weil ich hier einfach so viele habe. Aber wenn jemand jetzt einen Pilz in der Quest findet, hat sich das vielleicht geändert? Oder ist das was sich ändert, weil es soll ja das Pilz-Event überarbeitet werden. Vielleicht ist es ja in Zukunft so, ach ja, hier Thunderbird verschwinde, dass die Pilze, die man in Zukunft findet, bei den neuen Pilz-Event, weil es steht ja, die traditionellen sollen geändert werden, dass man die dann vielleicht spenden kann. Wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, wenn man die beim Glücksrad und die normalen Pilze, weil ein Pilz findet man ja sowieso immer pro Tag, und wenn man die dann spenden könnte, wäre schon mal ein besseres Pilz-Event wie das Pilz-Event, was wir jetzt haben. Aber wäre natürlich so ein bisschen enttäuschend, weil gestern bin ich auch so ein bisschen davon ausgegangen, dass irgendwie was richtig Tolles an den neuen Events kommt und nicht nur, ja, ihr könnt die Pilze jetzt spenden. Also eigentlich wie früher, nur wir haben es ja zwischendurch rausgepatcht, weil wir mehr Geld verdienen wollten. Aber jetzt könnt ihr an einem Wochenende im Monat genau das machen, was ihr früher immer machen konntet. Ja, weiß nicht, ob das so eine gute Politik ist, ob man sich darüber so freut. Ist ja so, als würde man irgendwie ein Kind einen Schnuller wegnehmen und dann sagen, ja, hier kannst du ihn kurz wieder haben und bist dann ruhig und dann nehme ich ihn danach wieder weg. Nee, ich glaube, das würde nicht so gut kommen. Von daher gehe ich davon aus, dass das einfach nur ein Fehler ist und dass das da, naja, wer weiß, wer weiß. Was wir auf jeden Fall wissen ist, nächste Woche gibt es richtig fette neue Infos und dann wissen wir auf jeden Fall mehr über das Pilz-Event und hoffentlich auch über das ganze neue Update. Ja. Und bis dahin müssen wir uns halt einfach mal noch gedulden. Aber das wird ja auch nicht mehr lange sein. Bald ist es soweit und dann wissen wir da Bescheid. Dann gab es noch eine andere Kleinigkeit. Da komme ich gleich drauf, wenn wir hier mal unsere neue Quest angenommen haben. Die Quest ist gut. Oder war es jetzt schon die letzte? Muss ich mal kurz gucken. Nein. Hier wird schon wieder heiß diskutiert über Statistiken beim Glücksrad. Hat hier einer so eine kleine Tabelle gemacht. Kann ich ja mal kurz draufklicken, wo er halt hier jetzt ein paar Tage mal notiert hat, was so für Sachen er gefunden hat am Glücksrad. Und er meint, ja, hier Kleingold findet man ja viel weniger und so. Aber grundsätzlich sieht man schon eine Tendenz. Es geht so auf 10%. Und er hat ja auch nur 377 Mal gedreht. Wir müssen sehen, wir haben 10 Möglichkeiten. Und wenn wir. Also theoretisch hätte jedes 37 Mal kommen müssen, aber ihr kennt es ja selber. Manchmal kommt das eine mehr oder das andere weniger, an normalen Tagen ja auch. Und wenn wir, denke ich mal, hier so bei um die 1000 Drehs sind, dann wird sich schon so ein bisschen auch einpendeln. Spätestens bei 10.000 oder 100.000 wird es so sein, dass überall 10% steht. Und natürlich,
kamen dann auch wieder irgendwelche Leute hier in den Chat rein, die meinten, ja, hier, wenn du an einer bestimmten Stelle das Glücksrad drehst, dann kommt immer in einem bestimmten Bereich das raus. Ja, natürlich. Wenn das so wäre, dann würde ich, glaube ich, immer so drehen, dass ich großen Stein kriege und oder das halt, was ich gerade brauche. Und das ist einfach nicht möglich. Also es ist völlig egal, wo ihr das Rad startet. Und wenn ihr sowas habt, dann macht doch mal ein Video und beweist es. Dann können wir das mal überprüfen, ob das auch wirklich so stimmt. Aber weil ich glaube das mal einfach nicht. Das Glücksrad dreht einfach immer dahin, wo man hin will und egal, wo man startet. Ja, weil alles andere wäre ja doch denn schon ein bisschen sinnlos. Also können wir das Ding hier getrost wieder zumachen. Jo. Das erstmal soweit dazu. Dann können wir hier noch einen Kampf machen. Ah ne, wir haben schon unsere 10 Kämpfe. Dann gucken wir mal, wie wir hier angreifen können. Oh ne, der hat zu wenig Ehre. Das reicht gerade so noch, um Gold zu bekommen. Wir dürfen ja nicht weiter weg sein wie 950 Ehre, sonst können wir nichts mehr gewinnen an Gold. Und wir wollen ja Gold. So, wir können es ja mal einfach jetzt mal testen. So, dazu drehen wir hier mal Sequenzen überspringen raus. Und wir fangen jetzt mal immer an bei dem Sack, wenn es auf dem Sack ist, zu drehen. Und gucken mal, was kommt. So, da haben wir kleines Holz. Jetzt müssen wir natürlich die Seite wieder neu laden, dass es wieder dreht. Und er ist auf dem Sack und wir drehen wieder. So, was hatten wir eben? Kleines Holz. Da sind wir jetzt da. Also von wegen, es endet immer an derselben Stelle. Ja. So, Itemsack, da haben wir ihn. Und Kleinholz. Das könnte Zufall sein. Oder vielleicht auch nicht. Wer weiß. Wenn wir auf dem Itemsack drehen, kriegen wir dann immer kleines Holz. Dann sollte man vielleicht nicht mehr drehen, wenn man auf dem Itemsack ist. Und nochmal Kleingold. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis es einmal rum ist. Und da drehen wir wieder. Und Großstein. Also wenn wir mal gucken, ist hier ganz weit weg von den Sachen, die wir sonst kriegen. Von daher völlig egal. Bis jetzt. Und wenn, dann müsste schon irgendwas kommen, was 10-mal dasselbe Feld ist, weil alles andere hatten wir sonst auch schon. Ihr habt es ja auch schon mal erlebt, wo ich hier denn immer gedreht habe. Da kam ja irgendwie gestern oder vorgestern, kam, glaube ich, was waren es? 5-mal Stein. Also auch richtig viel. Und da haben wir ein paar Items. Oder ein paar Handschüchchen. Also bis jetzt haben wir eigentlich schon so ziemlich alles fast gehabt. Und noch kein Feld doppelt außer Kleinholz. Und da haben wir noch ein Item. Eine Clownsnase, sehr schön. Ja, aber ich glaube, das stimmt nicht mit dem Streuen. Also, wir machen ja hier gerade den Beweis, von daher. Oh, da kommt denn vielleicht doch immer das Item? Wir haben jetzt dreimal das Item gehabt. Also, kommt immer das Feld öfters, auf dem wir starten. Und Großholz. Also wieder was komplett anderes. So, und jetzt können wir hier. Nee. Ey, also heute ist echt so ein Tag. Ich hatte schon so viel richtig, richtig schlechte Quests. So, das Ding kann ich jetzt nehmen. Dann habe ich irgendwie hier knappe 250.000 XP für eine Quest. Bei der ja hätte ich 240, wenn ich die nehme. Ist die schlechteste Quest. Aber ich könnte ja. Okay, selbst wenn danach irgendwas mit einer 5-Minuten-Quest kommt mit 600, dann wäre ich immer noch schlechter wie das fast. Na, okay, und hier sind es eigentlich auch schon 300 mehr. Ja, und hier gibt es dann halt noch das Item dazu. Ach, das ist alles einfach Kacke. Ey, was soll ich nehmen? Den Schuss in den Kopf, den Schuss in den Mund, Schuss ins Herz. Alles Kacke. So, wir waren beim Drehen. Mal gucken. Wir haben ja noch 10 Drehs. Und was kommt? Oh, Kleingold. Ich glaube, das hatten wir jetzt auch schon zum zweiten Mal.
Das kann doch kein Zufall sein. Mensch, Mensch. Und Pilze. Die haben wir jetzt auch schon zweimal. Und nochmal. Nee, also da zeigt sich wirklich kein großer Trend ab. Also Kleingold haben wir jetzt dreimal gehabt, genauso wie ein paar andere Sachen. Also ist ja denn nicht mal immer in irgendeiner Region auf dem Brett oder so. Kleinholz. Und das jetzt das vierte Mal? Mann, das kann doch nicht sein. Da ist ja denn vielleicht doch was dran. Nee. So. Und jetzt müssen wir eine ganze Drehung warten. Aber wir haben auch nur noch 5 Drehs, dann haben wir es geschafft. So, wenn jetzt noch viermal kleines Holz kommt, dann könnte man es glauben, aber. Klein Gold, ja. War heute auch recht oft. Groß Gold hatten wir auch noch gar nicht. Oh, und ein bisschen XP. Und da können wir nochmal drehen. Und nochmal XP. Die hatten wir auch noch nicht, die kleinen XP. Also von daher ist das auch egal. Was hat man heute noch gar nicht? Ich glaube, kleine Steine hatten wir heute noch gar nicht. Und da haben wir sie. Ha, Mensch. Da würde ich eher sagen, das ist das. Oh. Achso. Hat ein bisschen geleckt. Ich habe aber trotzdem drauf gedrückt, als er da war. Nur vielleicht, weil er den Button verschwinden lassen wollte. Oh, also. Leute, merkt euch, wenn man auf dem Beutel das Ding startet, kommt Kleinholz sehr oft und Kleingold. Nee, alles Blödsinn. Alles einfach nur Zufall und ja, passiert halt. So, wir haben jetzt gedreht. Wir hatten verdammt wenig Gold bekommen. Muss ich sagen, ich kann nur einen Skillpunkt machen. Das ist sehr schlecht. Aber es gab, glaube ich, ordentlich Holz, was wir überhaupt nicht brauchen. Naja. Hier, die Festung baut noch schön vor sich hin. Bin ich immer noch schön am gucken. Hier haben wir schon 2 Drittel. Stein fehlt einfach noch. Wir bräuchten einfach viel mehr Stein, besonders wenn wir sehen, wir müssen so viel Stein hierfür ausgeben. Also das sollten wir noch zusammenkriegen, aber naja. Gucken, vielleicht können wir irgendwen angreifen. Auch nicht schade. Ja, dann können wir hier noch die Kämpfe machen. Dauert ja eh nicht mehr lange. Können wir hier, glaube ich, keinen Skillpunkt mehr zusammen. Ui, das war richtig schöner Schaden. Oh, da haben wir 1% mindestens abgezogen. 23, da darf ich auch mal wieder ein Bäm in den Chat schreiben. Darf ich ja nicht so oft. Meistens krittet der mich ja weg. So, dafür prognostiziere ich, dass der sich hier jetzt auf 100% hochheilt, weil wir jetzt unsere Crits schon aufgebraucht haben. Zweimal nicht gekrittet, einmal krittet worden und wenn wir jetzt krittet werden, dann sind wir weg. Nee, hat doch noch ausgehalten. Und naja, 1% hat er sich geheilt. Naja. Ist echt so, so ein Hin und Her bei dem Boss. Wie ihr seht, ich heb mir jetzt schon einen kleinen Edelstein auf, weil die einfach 100.000 Gold weniger kosten wie die mittleren und ich nicht genau sicher bin, weil ich ja jetzt nur noch 4 bis 5 Mal am Tag, nee, 4 Mal am Tag drehen kann, weil Suche dauert 5 Stunden. Hier, bei Stufe 12 und Arbeiterquartier 15. Und ja, wenn ich morgen zum Beispiel das Pech habe, dass ich oder das Glück habe, die ganze Zeit einen Edelstein zu finden, den ich auch gebrauchen kann, hier schön groß Ausdauer, groß Intelligenz, groß Stärke, also irgendwas, was ich auch irgendwo einsetzen kann, dann habe ich nichts, was ich ins Klo werfen kann. Deshalb spare ich jetzt immer schon einen Tag vorher, dann habe ich auch den Stein, den ich den nächsten Tag hier reinwerfen will, weil ich will jetzt auf jeden Fall das Ding hier voll kriegen und das wäre verdammt ärgerlich, wenn ich am Ende des Tages alle Steine so gut waren und ich reingesetzt habe und ich dann irgendwie beim letzten Dings am Tag noch einen Stein kriege, der noch besser ist als das, was ich jetzt habe. So, und die Quests wären nicht besser. Also ihr seht es selber, ja, es ist einfach alles Kacke, was hier kommt. Nee. Ey, heute ist echt so ein Tag, ey. Naja, was will man machen? Wir wechseln am besten den Server. Da wird es bestimmt besser. Nee, wir gucken zuerst mal hier, weil hier gibt es einen Gildenkampf, den ich gerne mir anschauen würde. Und mal gucken, wie es da läuft. Aber ich glaube, mir fällt gerade ein, ich hatte, glaube ich, meine Waffen rausgenommen. Scheiße. So, haben sich auch gar nicht so viele hier gemeldet. Und, naja, 25 gegen 29. Sollte eigentlich recht fair zugehen und fast schaffbar sein. Aber wie ihr seht, die meisten von uns, die haben einfach nicht ihren Char super gut geskillt. Okay, ein paar Ausnahmen bestätigen die Regel.
weil halt hauptsächlich auf Festung geht. Und ja, ich habe meine Waffen draußen, ich habe mein Schild draußen und ich glaube, ich habe noch einen Gegenstand abgelegt, einfach nur, um ein bisschen angegriffen zu werden. Aber ich glaube, selbst da hätte ich nicht so viel gerissen. Wenn wir mal hier sehen. Ja, den schaffen wir noch, aber dann war es das. Und hier unten sind noch vier Leute, die hätte ich nicht alleine weggehauen, selbst wenn ich eine Waffe drin gehabt hätte. Oh, ich wurde schon wieder angegriffen. Dann sollte ich mal schnell die Ressourcen sichern. Ja, Edelstein ist fertig. Den kann ich noch nicht abholen, weil ich meine ganzen Sachen hier draußen habe. Ich guck mal, ob es was gebracht hat. Oh, ja, doch. Sehr schön. Nee, das ist der Gildenkampf gewesen. Festungskämpfe. Finde ich auch nicht schön. Aber hier, was haben wir hier verloren? 100 Ehre. Und 177 Ehre. Richtig gut. Wo bin ich jetzt überhaupt mittlerweile? Oh ja, schon 28.000. Das ist sehr gut. Weil ich will einfach ein bisschen fallen. Aus dem einfachen Grund, wie weit da unten ich bin. Wir können ja mal einfach mal gucken hier in der Post, wie stark jetzt hier schon die Gegner sind, die mich hier so angreifen. Also der hier war jetzt 27, der letzte davor 30, 33, 32. Und was hat mich dann so die letzten Tage angegriffen, wo die auch mal... gucken wir mal hier unten weiter. 34, 39. Also ihr seht einfach, die sind vom Level da viel höher gewesen. Okay, das ist jetzt der Zeitpunkt, was sie jetzt sind. Das kann ja auch sein zu dem Zeitpunkt, wo sie mich angegriffen haben, also noch niedriger, aber da möchte ich jetzt nicht so ins Detail gehen. Aber was war denn jetzt hier mit den Festungsabwehr heute? Ne, das war heute Morgen, glaube ich schon. War da noch Verteidigung von mir? Ne, nur die Mauer. Die ging einfach weg, aber irgendwann hatte ich doch mal gestern, glaube ich, Verteidigung gebaut. Oder vorgestern. Das sind alles hier die Leute, die sich einfach nur abfarmen wollen. Oh, für den hat es sich nicht wirklich gelohnt, aber der kam mir gleich irgendwie 4 Minuten später. Ja, genau, hier stand noch meine ganze Verteidigung. Und 50er Soldaten. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber da können meine 40er Bogenschützen ja echt nichts machen. Aber der hat verdammt viel zu viel geschickt. 6 Leute hat er reingeschickt. Naja, er wusste halt nicht, wie viele Magier da sind. Von daher, da hätten 3 weniger gereicht. Also 4 auf jeden Fall mit Sicherheit für einen Safe Kill. Aber naja, beim nächsten Mal ist er vielleicht schlauer und fällt drauf rein. Ja, zumindest haben wir jetzt erstmal wieder Angriffsschutz. Die Festung habe ich den Bau schon gestartet. Und hatte dann halt noch eine Edelsteinsuche gestartet. Einfach aus dem Grund, ich wollte mein ganzes Gold loswerden. Und es hatte noch nicht gereicht, um hier. Also ich konnte eh nichts anderes mehr bauen. Und hier gab es auch nichts Schönes. Hier, das Ding hat zwar einen Sockel und Stärke, aber hat 12 Stärke weniger, wie das Ding davor Ausdauer hat und auch noch Rüstung weniger. Von daher wollte ich da lieber ein bisschen warten. Und ich lasse jetzt auch erstmal noch, da ich eh keinen Silber habe, für die nächsten 3 oder 4 Stunden noch komplett hier Equipment raus. Schild habe ich rausgenommen, aus dem einfachen Grund, weil es auch ein Epic-Schild ist. Und wenn ich das Schild draußen habe, kann ich als Krieger nicht mehr blocken. Das heißt, Kämpfe gegen andere Krieger und Magier werde ich jetzt so gut wie immer verlieren. Weil selbst mit der Waffe, wenn man da mal guckt, das macht nicht so viel aus. Also ich verliere gerade mal so das Doppelte an Schaden, aber macht immer noch recht viel. Und da die anderen Items ja hier auch alle gesockelt sind, sind die trotzdem gar nicht mal so schlecht. Und da ich einfach verlieren möchte, habe ich halt das Schild auch mit rausgenommen. Gegen Magier ist dann zwar die Chance immer noch recht hoch, dass man gewinnen könnte, weil man hat ja auch verdammt viel Leben. Aber naja, wenigstens gegen die anderen beiden Klassen habe ich dann wenigstens den Vorteil des 25-prozentigen Blockens nicht mehr. Ja, und halt den Helm habe ich rausgenommen, weil der einfach der beste ist. Also durch den Sockel einfach. Die 47 Stärke und 30 Stärke, die allein schon drauf sind, das ist richtig viel. Und ein bisschen Rüstung verliert man dadurch auch, wo ich auch mehr Schaden fresse. Ja, so war das hier auf dem Server. Mal gucken, haben ja eigentlich die Leute schon irgendwas geschrieben? Nö. 4 Ehre verloren. Na ja, war glaube ich auch der erste Kampf, den wir hier hatten mit der Gilde. Mal gucken. Haben jetzt ja hier 96, weil wir 4 verloren haben. So, oh, ich sehe gerade, meine Quest ist hier fertig. Oh, ja, die ist gut. Das war schön. So, schnell weg. Ich will hier nicht die Werbung knicken und irgendwie Schleichwerbung machen. So, hier haben wir noch gar nichts. Hier werden wir auch wieder angegriffen. Unsere Level 1er Gilde. Mal gucken, wie schaut es denn hier aus? Oh. Ne, da haben sich schon zu viel gemeldet. Das wird auch nichts, würde ich mal sagen.
Können wir schon was skillen? Oh ja, Ausdauer wäre möglich. Dann skillen wir einfach mal Ausdauer. Und drehen einmal ganz frech am Rad. Juhu. Gucken wir mal, ob wir was kaufen können. Na, Geschick bringt nichts. Auch Geschick. Dim, 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 dim. Den kaufen wir. Geschicktrinker haben wir noch 3 Stück, falls hier mal irgendwas ausläuft, dann kann ich das reinmachen, aber die halten alle noch richtig. Also hier habe ich echt Glück mit den Tränken, da kommt echt immer schön was zusammen. Okay, stimmt, in der Quest kann ich jetzt ja auch nicht gucken, aber mir hat jemand geschrieben, hier ist auf Welt 6 was Spannendes in der Gildenhalle passiert. Und das wollen wir uns ja mal angucken, weil eine Gilde soll hier wohl auseinanderfallen. Ich glaube, es ging sogar um die schwarzen Seelen, aber die haben ja noch recht viel drin, wenn ich das so sehe. Hätte ich mir vielleicht nochmal vorher die Nachricht durchlesen sollen. Na, mal gucken hier. Durchschnittslevel 181. Ja, also so viel schlechter sind die eigentlich gar nicht. Also irgendwer meinte, dass irgendwer von den schwarzen Seelen wohl die Gilde verlassen hat und denn da viele hinterher sind. Gucken, ist denn hier in der Ehrenhalle was zu sehen? Ach, er spricht auf mich. Wir wollen ja hier nach ganz oben. Ja, das ist der Sniper Number One wohl vorher, glaube ich, bei einer anderen Gilde. Mal gucken, haben die vielleicht irgendwas in der Charakterschreibung? Jo, von daher kann ich denn wohl doch nicht so viel dazu sagen. Ich dachte, hier wäre irgendwas Spannendes, dass hier irgendwer komplett so eine Gilde nur noch mit 10, 15 Member ist. Oder die haben es einfach schnell wieder aufgefüllt. Wir können mal gucken. Gnadenlos, 186. Ja, ist vom Level her jetzt auch ein bisschen höher vom Durchschnitt. Aber die Raids, naja, vielleicht sind ja wirklich ein paar rüber gewechselt. Könnte ja sein. Na, zumindest scheint es hier noch spannend zu sein. Außer natürlich Platz 1, die sind noch unangefochten und jetzt dann ist der Abstand auch noch größer geworden. Gucken, ja doch, 86 zu 81, Platz 3, 76, was haben die hier? Okay, hier jetzt geht es dann schon richtig weit runter. Jo, freut mich aber, dass hier ein bisschen was los ist. Natürlich, ja, aber es scheint ja keine Gilde richtig zerschmettert zu haben, von daher ist ja noch alles in Ordnung. Aber hier können wir auch nochmal auf Platz 1 gucken. Mit seiner 25er-Gilde ist er auch immer noch recht weit oben. Jo. Leider überschritten, ja. Mit Level 25 ist einfach schwer. Das weiß ich ja. Aber immer noch Platz 1. Das ist sehr schön. Aber vom Ausbau her. Aber hat immer noch einen guten Abstand zum Platz 2. Mal gucken, wie lange man das noch halten kann. Weil irgendwann findet man dann auch nicht mehr welche, die sich immer so lohnenswert anzugreifen. Lohn anzugreifen, genau. Ja, und vielleicht könntest du ja auch mal irgendwo einen Sockel reinpacken, denn rauben die Leute auch nicht das Gold und du hast mehr zum Festungsausbau. Kleiner Tipp nebenbei. Aber ich glaube, mit 32 kriegt man auch schon in der Stadtwache genug. Weil ich krieg jetzt ja irgendwie 13 Gold und das wird ja, glaube ich, jetzt pro Stufe, naja, fast. Na, ganzes Gold glaube ich nicht. Aber, naja, warte mal, hat der auch nicht seine. Da Gold ausgebaut. Ja, kein Ausbau. Das heißt eigentlich, dass er die Gilde keinen Goldschatz ausgebaut hat. Also müsste er eigentlich auch weniger Gold kriegen wie ich. Zumindest nicht mehr. Also es ist trotzdem knapp. Ja, er wird es schon machen. Wird schon wissen, was er da tut. So, und jetzt hoffe ich mal, dass nicht wieder eine Quest kommt, die jetzt bis zum Ende geht, weil ich glaube. Oh, ein Gürtel. Ja, gut. Genau, das war doch jetzt die 10. Genau. Das heißt, wir können die gute Quest hier nicht machen. Wir müssen eine kürzere Quest nehmen, die können wir auch nicht machen. Nehmen wir die, weil die ist auch eigentlich verdammt schlecht. Aber ich hoffe natürlich, dass ich jetzt mit den nächsten das mehr kriege, aber weil danach müsste dann mindestens eine kommen, die noch 1.100.000 XP gibt, aber wie ich mein Glück kenne, sind die dann auch drunter. Aber erst dann müssen wir das Ding hier ins Locus, nee, in den Hexenkessel werfen. Und da können wir noch einen Kampf machen. Genau, stimmt, wir hatten ja verloren. Das heißt, ich kann jetzt auch wieder weiter unten angreifen. Hier. Und zack. Und nochmal verloren. Oh, schade. Naja, passiert. So, genau. Denn, ja.
Na, wir warten mal noch. Ich guck mal noch, was es wird mit der Quest, aber wir können ja erstmal hier draufklicken und einfach mal schnell woanders hin wechseln und gucken, was es hier so Neues Schönes gibt. Ja, hier sieht ihr nochmal Edelsteine bei den Pets. Vielleicht gibt es hier ja was Neues. Gucken wir da mal. Ob er da vielleicht schon irgendwas hinterlegt hat. Nee, das wird immer nur die Grafik, wenn man draufklickt. Schade, schade. Ja, ich bin aber echt gespannt jetzt, was bei den Pets rauskommt. Da müssten wir wirklich jetzt die nächste Woche, sollten dann hoffentlich auch schon mehr Informationen kommen. Also ich gehe davon aus, wenn die jetzt schon oder gestern angekündigt haben, nächste Woche kommen Infos, dann werden die da ja nicht nur Infos für eins streuen. Und da in diesem Monat das Update kommen soll, werden sie da gleich ein paar mehr Infos machen. Und ja, die Frage ist, bringen die die Infos und gleich auf S1 den Patch oder wird das ein bisschen später? Weil wir haben ja jetzt immer noch Anfang April. Nächste Woche, naja, da haben wir vielleicht schon bis zum 15. Ist dann schon so Mitte. Und dann sollten ja wirklich langsam die Infos rüberkommen. Weil sonst, da wird es langsam knapp. Aber ich bin trotzdem sehr froh, wenn hier so alle 3, 4 Monate was Schönes kommt. Da freue ich mich. Ja, und ansonsten hier Waffen finde ich auch keine, die jetzt irgendwie mehr Schaden hat wie meine. Von da. Oh! Huh! Hä? Scheiße! Ich dachte gerade schon, ich habe meine Waffe verkauft. Verdammt! So, jetzt. Ah, okay. Alles 5-Minuten-Quests und die ist sogar ein bisschen besser wie das, was wir eben hatten. Von daher nehmen wir die. Oh! Zum Glück haben die da einen Schutz eingebaut, dass man nicht Waffen direkt aus dem Inventar verkaufen kann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Scheiße, das wäre ja was geworden. Ich mache lieber auf hier mit dem Video. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.